Ja, so sehr mir der letzte Vortrag gefallen hat, tut es mir leid, dass ich sagen muss, dass ich heute auch über Geld reden werde. Und zwar über Photovoltaik, die Energiequelle der Zukunft. Ich möchte euch heute Abend die Photovoltaik ein bisschen näher bringen. Wir reden dabei nicht über diese Platten, die man in Österreich sehr viel sieht, die am Dach sind. Das ist hauptsächlich Solarthermie. Damit wird warmes Wasser gemacht oder Heizungsunterstützung. Wir reden bei Photovoltaik, da wird Strom mitgemacht. Sobald man, das bin ich schon auf der nächsten Seite, wollte mich kurz vorstellen, habe die Radiofabrik gegründet, habe 6 Jahre war ich Geschäftsführer dort, dann einen kurzen Ausflug in die Politik für 2 Jahre und seit 2010 Geschäftsführer einer Energiegenossenschaft und Gründer einer Firma in Oberbayern. Warum habe ich mich verkleidet? Weil es kein ökologisches Randthema mehr ist in Deutschland, sondern Geschäft. Und möchte ganz kurz über die Umweltbelastungen durch fossile Energiequellen reden. Habe ich jetzt wahrscheinlich keine Zeit mehr. Klimawandel ist allen ein Begriff. Deshalb zu den ökonomischen Dingen. Was Sie hier sehen, Sie glauben, Sie sehen einen Öltanker, ist aber kein Öltanker, ist ein getarnter Geldtransporter. Er legt nämlich in Rotterdam an, lädt Öl aus, 2 Millionen Barrel, und nimmt 140 Millionen Euro wieder mit. Was ich damit sagen will, dass es irrsinnig viel Geld rausfließt, was wir regional hier aber gut brauchen könnten. Hier sieht man die Importquoten für Deutschland. Uran zu 100% importiert, Erdöl 96%, Erdgas 84% und Steinkohle 61%. Die Sonne muss nicht importiert werden und schafft Arbeitsplätze, regionale Arbeitsplätze. Warum haben die großen Stromkonzerne Angst vor Photovoltaik? Wenn man sieht, Strommix 2008, 85% fossile Energie. Prognose 2020, erneuerbare 47%, davon 7% Photovoltaik. Dafür haben die großen Stromkonzerne kein Geschäftsmodell. Deshalb bekämpfen sie es in Deutschland bis aufs Blut, die Photovoltaik. Wenn man das sich anschaut, das Potenzial der Sonne, so liefert die Sonne das 2850-fache des weltweiten Energiebedarfs. Hat also ein sehr hohes Potenzial. Wir könnten das 2850-mal decken, der Energiebedarf der Menschheit. Die Erdwärme 5-fache, Wasserkraft 3-mal, Bioenergie 20-fach. Wie funktioniert Photovoltaik? Ganz simpel, auf dem Dach ist der Photovoltaik-Generator, das heißt die Module, die produzieren Gleichstrom. Kommt dann zum Wechselrichter, der meist im Keller ist, der wandelt diesen Gleichstrom in Wechselstrom um und schickt das Ganze dann ins Stromnetz. Das heißt, es wird ins Stromnetz eingespeist, dieser Wechselstrom, zur Technologie, Photovoltaikmodule. Es gibt verschiedene Technologien, Monokristallin, Polykristallin, Dünnschicht wahrscheinlich die Zukunftstechnologie, verschiedene Leistungsgrenzen, also Leistung von 90 Watt bis 235 Watt pro Modul. Es sind Leistungsgarantien oben auf 10 Jahre 90% der Leistung und 25 Jahre 80% der Leistung. Das zweite Element der Photovoltaik, der Wechselrichter. Neben den Modulen, das wichtigste Element, gibt es verschiedene, dieser wandelt eben Gleichstrom in Wechselstrom um. SMA, deutscher Hersteller, Carco, deutscher Hersteller, Fronius ist ein österreichischer Hersteller, das sind so die drei führenden Marken am Markt. Dritter Teil der Photovoltaikanlage, die Untergestelle. Da gibt es sozusagen einlagige oder zweilagige Kreuzverbundmontagen, gibt es Klemm- und Einlagersysteme. Das heißt, die Photovoltaik besteht im Prinzip aus drei verschiedenen Elementen. Das heißt, Module, Wechselrichter, Montagegestelle. Mehr ist es nicht. In Deutschland gibt es das Erneuerbare Energiengesetz, das verpflichtet den Netzbetreiber, den Strom vorrangig einzuspeisen. Das heißt, er muss den Strom abnehmen. Garantierte Einspeisevergütung über einen Zeitraum von 20 Jahren. Er muss in 20 Jahren zum fixen Preis abnehmen. Abhängig von der Größe der Anlage gibt es unterschiedliche Tarife. Und die Absenkung des Tarifs immer zum 1. Januar. Hier sieht man die Kostenentwicklung der Photovoltaik. Im Jahr 1998 lag sie noch bei 15.000 Euro pro kW, Kilowattleistung. Hier sehen wir 2009, 4. Quartal 3.135. Wir sind jetzt 2011, sind wir bei 2200. Das heißt, es geht massiv runter. Mitte des Jahres wird unter 2000 sein. Photovoltaik, gute Gründe für eine Investition in die Energiequelle der Zukunft. Die Folie funktioniert nicht. Es macht gar nichts. Es ist einfach eine umweltfreundliche Technologie.
Man hat keine Folgeinvestition, man investiert einmal, es gibt geringe Betriebskosten, man kann alles versichern und das ist es im Wesentlichen. Ja, also es ist eine sehr, sehr gute Investition in diese Photovoltaik. Ich muss mich auch ein bisschen entschuldigen, meine Stimme ist ein bisschen angeschlagen, nachdem ich seit 3 Tagen krank bin. Und es sind jetzt, glaube ich, schon mehr als 20 Sekunden. Aber das gibt mir Zeit, noch ein bisschen auszuholen. Genau. Da haben wir es noch einmal. Es gibt diese Leistungsgarantien von den Modulen über einen Zeitraum von 25 Jahren. Es gibt diese Sonnengutachten, die erstellt werden für die Anlagen. Die waren in der Vergangenheit sehr zuverlässig. Man kann also, die Prognosen sind sehr genau. Meistens werden sogar gibt es eine Überperformance dieser Photovoltaikanlagen. Schon alles gesagt. Gut, man kann das auch alles versichern. Gegen Sabotage, Vandalismus. Man kann also die ganze Anlage, wo man investiert hat, kann man im Prinzip gegen alle Risiken versichern. Kurzschluss, Überspannung, Bedienungsfehler, Konstruktionsmängel etc. Versicherung deckt dann auch Reparaturkosten, Wiederbeschaffungskosten, Ertragsausfall. Nun, Eigenwerbung, letzten 5 Folien. Die Geschäftsidee: Wir errichten und betreiben Photovoltaikanlagen in Oberbayern und bieten ökologisch orientierten Investoren Beteiligungsmöglichkeiten. Durch den Verkauf des Stroms erwirtschaften die Anlagen eben kalkulierbare Einnahmen, unabhängig von Schwankungen des Kapitalmarkts. Ja. Gutes Sicherheitskonzept, man hat 20 Jahre garantierte Einspeisevergütung durch das Erneuerbare Energiengesetz. Leistungsgarantien für die Module durch den Hersteller. Die Bank prüft natürlich auch immer das Projekt, weil die finanziert es hauptsächlich. Die Banken finanzieren sehr großzügig in Deutschland, weil es einfach sichere Finanzierungen sind. Das sind 2 Beispiele von Dächern, die wir gepachtet haben, gemietet haben. Das ist das Karlsgymnasium Bad Reichenhall. Da gehen 25 kW rauf und eine große Industriehalle in Töging am Inn. Das sind 500 kW als Dimension, also ein Einfamilienhaus, da gehen ungefähr 10 kW drauf. Also es ist eine riesige Halle, das sind 200 Meter Länge, die hat. Genau, sind verschiedene Beteiligungsmöglichkeiten sind möglich, also an Anlagen in Freilassing, Einring, Bad Reichenhall und Töging am Inn, wird auch verzinst, angemessen und entweder als Anleihe mit 5% oder 7%, 7,4%, je nachdem der Länge der Laufzeit, oder als Kommanditistenbeteiligung. Deshalb möchte ich auch gerne einladen, nächsten Donnerstag zum Informationsabend in Freilassing, in der Lokwelt, Westendstraße 5, um 19.30 Uhr, da werden nochmal die verschiedenen Anlageobjekte und die Möglichkeiten der Beteiligung vorgestellt. Gut, bin ich am Ende, habe es ein bisschen unterschätzt, die Geschwindigkeit, obwohl ich schnell reden kann, aber danke für die Aufmerksamkeit. Sunshine reggae. Don't worry, don't hurry, take it easy. Sunshine, sunshine reggae. Let the good vibes get a little stronger. Sunshine reggae.